So, herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Jesse, das Zirkuspferd in Not. Und wir suchen jetzt nämlich das Fahrrad von Jesse. Wo kann das wohl sein? Vielleicht da hinten in dem Schuppen. Wir gucken mal nach in dem Schuppen, ob sich da das Fahrrad von Jesse befindet. Ansonsten mal Otto fragen. Okay, da ist irgendwie nichts dran. Wo könnte nur Jessys Fahrrad sein? Otto? Hast du mein Fahrrad gesehen? Aber Mama hat das vielleicht gesehen. Ma. Hey, Ma. Nee, okay. Tja, wo tut man schon so ein Fahrrad hin? Nur mal an so eine Hauswand oder sowas? Oder in eine Garage? Hier vielleicht irgendwo? Die Seite? Ich möchte nicht laufen. Ehrlich gesagt. Oder muss ich? Nee, oder? Wie weit kann das Fahrrad denn weg sein? Ich meine, wo soll es schon sein? Und die haben ja nicht mal ein Auto hier. Achso, da haben die hier eine Garage. Ist das eine Garage? Da, aha, boah, das ist ein mega geiles Fahrrad. Yeah! Das ist cool. Was steht da drauf? Oh ja, sie kann richtig damit fahren. Und du bist aber so ein gutes Kind, du kannst schon richtig gut fahren. Das ist ein bisschen hoch für sie, oder? Nur wobei geht. Sah halt so aus von, als würde sie da gar nicht richtig auf den Sattel passen. Oh gut. Jetzt aber ab zur Tierarztpraxis. Verdammt, da habe ich mich gerade verschluckt. Es tut mir so leid. Wir fahren hier mal links lang. Das letzte Mal waren wir rechts lang, das hat irgendwie lang gedauert. Machen wir jetzt hier einen fetten. Warte mal so. Ich glaube hier geradeaus, ne? Oder nee, da sind wir doch rausgekommen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hätten wir jetzt links fahren sollen. Damit das dann passt. Ich weiß es nicht. Also noch ganz kenne ich mich nicht so aus in dem Wald. Ich meine, dass halt ein Weg wahrscheinlich so direkt hingeht und die anderen so außen rum. Ah, okay, jetzt bin ich schon hier bei der Brücke. Aber wir haben beim letzten Mal, als wir geritten sind, hatten wir gar keine Brücke zurück. Also entweder hat er den Weg so halb übersprungen. Oder ich hatte noch einen besseren Weg zum Zurückreiten. Komisch. Ich muss mir das mal besser merken hier, wo es hier lang geht. Aber normalerweise sind hier links. Ah, guck mal, wir sind zurück. Da geradeaus. Da hätten wir dann von da kommen müssen. Das wäre dann kürzer gewesen, glaube ich. Wobei wir jetzt ja auch gleich eigentlich rauskommen bei dem Haus. War jetzt auch nicht so lang die Strecke. Weiß ich jetzt nicht, was der kürzer war. Ich glaube, wir sollten besser zu Fabian gehen. Er ist bei der Weide. Ja, du willst wieder zu Fabian. Dann kommen wir mal mit meinem coolen Bike hier angebiked. Da ist er ja. Hallo Fabian. Bam. Findest du mein geiles Rad? Hallo Jesse. Hi Fabian. Meine Tante hat Abraxas gründlich untersucht. Sie musste dann aber zu einem dringenden Notfall weg. Und? Fehlt ihm was Ernstes? Er leidet vor allem an Hautverletzungen. Die müssen zuerst versorgt werden. Meine Tante hat eine ganze Liste Medikamente zusammengestellt. Wäre super, wenn du sie aus der Praxis holen würdest. Inzwischen könnte ich weiter für die Prüfung büffeln. Mal sehen, was Abraxas benötigt. Erstens sterile Waschlotion mit Lappen zur vollständigen Körperreinigung. Zweitens Desinfektionsmittel zum Auftragen auf alle wunden Stellen. Drittens Wundsalbe zum Reinigen und Desinfizieren aller Wundstellen. Viertens Vitaminpräparat zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte ins Futter beimengen. Fünftens
Antibiotika-Pulver ins Trinkwasser mischen. Und? Kommst du allein zurecht? Ich denke schon. Tschüss, lass uns die Medikamente aus der Praxis holen. Okay. Ich glaube, ich habe mir alles gemerkt. Nicht. Aber wird schon alles so rumliegen. Gut, im Behandlungszimmer. Hier ist die Küche. Hier, das sieht interessant aus. Okay. Was haben wir da? Das ist nicht Desinfektionsmittel. Das ist die Salbe, okay. Wie nehme ich das jetzt? Sterile Waschmission mit Lappen. Sehr gut. Ach, muss ich alles einzeln holen? Ja. Desinfektionsmittel, Wundsalbe. Wie habe ich denn das jetzt eingesammelt? Vitaminpräparate. Einfach hinlaufen. Ich brauche gar nichts drücken. Hab ich jetzt alles? Nee. Antibiotika-Pulver. So, die Medikamente sind alle beisammen. Bei der Behandlung muss ich genau nach der Liste vorgehen. Oh. Gut, die Liste hätte ich jetzt vielleicht mir mal merken sollen. Die Reihenfolge. Mal schauen, ob er sie mir nochmal anzeigt. Aber ich denke mal, eins bis runter, oder? Also einfach eins nach dem anderen. Dass der mich einfach alleine das machen lässt. Ich meine, ich habe von Medizin keine Ahnung, aber... Darf ich mich auch nicht von hinten nähern? Das macht man normalerweise nicht. Oder ich darf nicht rennen. Von links normalerweise, ne? Komm schon, Abraxas. Ich bin's doch nur, Jesse. Ich helfe dir, du kennst mich doch. Verdammt. Ich laufe mal außen rum. Großen Bogen. So, Abraxas. Keine Angst. Das tut nicht weh. Besser, ich binde ihn am Zaun fest, sonst läuft er mir womöglich doch noch weg. Gute Idee. Kann ich jetzt hinrennen? So voller Panik. Ah, jetzt ist er brav, okay. Na komm mal, Praxis. Wo kann ich denn? Da kann ich ihn festbinden. Okay. Also, wie war das nochmal? Abraxas zuerst mit dem Lappen und der Waschlotion waschen. Genau. Sehr schön machst du das. Und Jessie ist einfach... Sie hat ein Händchen einfach für... Das Desinfektionsmittel aus dem Inventar. Damit müssen wir die Wunden behandeln. Okay. Ja, schön ein bisschen Desinfektionsmittel draufgeschrieben. Ihre Bewegungen sind so galant. Wie schön. Hol bitte die Wundsalbe aus dem Inventar. Sie muss auf die Wunden aufgetragen werden. Ah, die kennen wir ja schon. Guck mal, sie macht das so vorbildlich. Die Animationen sind schon nicht so falsch. Könnte sich mal ein anderes Spiel auch was schon abschneiden. Die Vitaminpräparate aus dem Inventar müssen in den Futtertrog gemengt werden. Na gut, Vitamine ins Futter. Na? So, und jetzt noch das Antibiotika-Pulver in den Wassereimer schütten. Und wir sind fertig. Okay, cool. Okay, das war ein bisschen daneben. Ich habe die Flasche verschüttet. Einfach mal so auf den Boden. Aber na gut. Ich brauche richtig heute meine Arzthelferin-Klamotten an. Fertig. War doch halb so schlimm, oder? Morgen spürst du die Wunden kaum noch. Versprochen. So, jetzt binde ich dich erstmal los. Dann bekommst du auch deine Streicheleinheiten. Jawohl. Na komm. Den kann ich eigentlich hier lassen, da. Oh, guck mal, wie sie knuddeln. Ach, ist das süß. Danke, dass du Abraxas versorgt hast, Jesse. Und? Gab's Probleme? Überhaupt nicht. Unser Patient benimmt sich vorbildlich. Und was die Medikamente angeht, so hatten sie ja alles genau aufgeschrieben. Körperlich wird Abraxas kaum Narben zurückbehalten. Die seelischen bereiten mir mehr Kopfzerbrechen.
Es ist überaus wichtig, dass er das Vertrauen zu Menschen zurückgewinnt. Dafür gibt es wohl keine Medikamente. Nein. Die Medizin setzt sich aus Geduld, Einfühlungsvermögen und Rücksichtsnahme zusammen. Aber das machst du schon ganz prima. Streichle ihn oft und führe ihn auf der Weide herum. Dadurch lernt er dich immer besser kennen und fasst immer mehr Vertrauen zu dir. Das probieren wir gleich mal aus. Komm, Abraxas. Ich glaube, wir sollten Abraxas besser etwas auf der Weide herumführen. Wenn er nicht mehr gehen will, dann geh alleine weiter. Folgt er dir von allein, dann belohn ihn mit Streicheleinheiten. In Ordnung. Nicht entmutigen lassen, wenn er wieder stehen bleibt. Geh einfach weiter und warte, ob er dir folgt. Versuch's mal bis zu dem Baum da hinten und wieder zurück. Bis zu welchem Baum jetzt? Ach, dem. Okay. Komm schon, Abraxas. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Brav. Na, kommst du? Ah, komm mit! Ach, wie süß! Gott, Jesse ist schon ein bisschen hässlich. Noch, aber die zwei sind echt putzig. Na dann. Gehen wir noch mal ein Stückchen. Komm, ich lass den noch ein bisschen laufen. Na, kommst du mit? Nein? Oh doch, er kommt. Abraxas hat Vertrauen. Ach, das ist so schön. Das ist ein guter Abraxas. So ein braver. Schau, wir kriegen dich schon noch gesund. Und auch seelisch. Ja, dass du wieder Vertrauen schöpfen kannst. Das war doch super. Sollen wir das mal der Frau Ärztin sagen? Oh, er kommt immer mit. Ist so ein liebes Tier. Oha, das Geräusch kenne ich. Ist das nicht vom Starstäble? Das ist sehr interessant. Kommt er? Abraxas? Okay, ich muss ihn wohl noch ein bisschen führen. Damit er nachkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt wieder zurückführen soll. Da kommt er auch schon wieder. Süß. Bin ich fertig? Oder wie lange muss ich denn das machen? Ah. Toll gemacht. Aber ich glaube, das reicht für heute. Okay, sehen wir uns morgen wieder? Kaum. Ich muss ziemlich viele Hausbesuche machen. Abraxas Medikamente deponiere ich im Stall. Wichtig sind vor allem die Wundsalbe und die Vitaminpräparate. Steht außer den Medikamenten sonst noch was auf dem Programm? Nur streicheln und führen und streicheln und führen. So lange, bis er nicht mehr stehen bleibt. Das ist dann ein sicheres Zeichen, dass er dir vertraut. Danke für den Tipp. Auf Wiedersehen, Jessie. Tschüss, Frau Hansen. Auf nach Hause. Gut, Abraxas lasse ich hier und ich mache mich wieder auf mein Fahrrad, mein wunderschönes Fahrrad und fahre nach Hause. Gut, diese Laufanimation ist so geil. Guck mal jetzt mein hammermäßiges Fahrrad. Boah, das ist so cool. Niemand anders hat hier so ein cooles Fahrrad wie ich. Und jetzt Vollgas. Schauen wir mal, ob ich jetzt wieder den langen Weg oder den kurzen Weg nach Hause finde. Letztes Mal sind wir dann raus und dann links. Also an der Weide entlang. Und jetzt gerade sind wir ja auf nach Hause. Davon rechts gekommen. Ich weiß nicht, was jetzt kürzer war.
wir gucken jetzt nochmal. Wir fahren jetzt hier mal geradeaus. Also gerade eben sind wir von rechts gekommen. Genau, und jetzt gehen wir geradeaus zurück. Und dann schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Aber dann kommen wir... Normalerweise kommt dann der Ladebildschirm einfach, oder? Hm. Ja, das ist schon ein bisschen tricky jetzt hier. Na komm. Ein schöner Fahrradausflug so, ne, am Abend. Und so hat Jessie auch immer ein bisschen Bewegung. Ist doch super. Sport ist immer gut. Und beim Pferd war sie auch schon. Hausaufgaben hat sie schon gemacht. Ne? Was für ein braves 15-jähriges Mädchen. Da, glaube ich, können sich viele mal ein Beispiel dran nehmen. Ich glaube, das ist der lange Weg. Also bei dem anderen wären wir jetzt, glaube ich, schon durch. Wir machen jetzt hier so, glaube ich, einfach eine... Naja, das ist ein Umweg. Ja, okay. Beim nächsten Mal wissen wir es besser. Wie lustig die Bäume einfach gebaut sind und die... Es erinnert mich schon so ein bisschen an... was haben wir da letztens gespielt? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das andere Spiel heißt. Ich weiß, was ich meine. Das mit diesem anderen Pferdemädchen. Ist auch Jessie hier? Auch Jessie. Oh, Mama. Gibt's Ärger? Gott, ist die klein. Na, wie läuft's mit Mathe? Naja, ist nicht gerade mein Lieblingsfach. Ich weiß. Aber du musst von der 4 runter. Das ist dir ja auch klar. Ich pauke doch schon jeden Tag, Ma. Na schön. Ich reite kurz zu Abraxas, Ma. Danach lerne ich weiter. Einverstanden. Eine 4 ist doch voll okay. Soll ich mich erst umziehen oder gleich zu Abraxas gehen? Wir bleiben so. Und hey, es gibt wichtigere Dinge als Mathe.